Hallo, heute würde ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie das Alter bei einer Autobatterie herausfinden können. Mit dem Alter meine ich das Herstellungsdatum. Wie Sie sehen können, ist hier, also ich habe nur ein Bild, da es auf einer echten Batterie relativ schwer zu zeigen wäre, da ich diese ausbauen müsste. Sehen Sie oben links einen Aufkleber, dies kann allerdings auch eine Prägung oder also eingestanzt sein hier. In diesem Fall ist es, glaube ich, ein Aufkleber. Auf dem Bild ist es relativ schwer zu erkennen. Auf jeden Fall sehen Sie hier, hier steht Verkaufsdatum. Damit ist das Herstellungsdatum gemeint. Und hier haben Sie die Ziffern 04, 05, 06 und 07. Damit sind jeweils die Jahre gemeint, eben von 2004 bis 2007. Im Normalfall, dieses ist eine unbeschriebene Batterie, im Normalfall ist hier eines markiert, mit einem Kringel oder einem Kreuz. In meinem Fall werde ich jetzt mal 05 markieren, um dann später das Datum richtig ablesen zu können. Des Weiteren sehen Sie hier 12 Ziffern von 1 bis 12. Diese sind eben die Monate und auch diese sind irgendwie markiert. So. Mit diesen Markierungen würde es also heißen, die Batterie wurde 2005 im 6. Monat hergestellt. Sprich im Juni 2005. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema etwas näher bringen und wünsche Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Selbst ausprobieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.